Dieser Prius ist das erste Auto, das nach dem berühmten Satz des Toyota-Chefs Akio Toyoda »No more boring cars« entstanden ist. Und dieser Prius ist alles andere als langweilig. Mit der vierten Generation ist alles anders geworden. Das beginnt schon beim optischen Auftritt. Verglichen mit dem Vorgänger zeigt der aktuelle Prius viel mehr Design. Das Team der jungen Toyota-Designer hat ihm eine moderne und lebendige Optik spendiert. Das Auto wirkt schon auf den ersten Blick sehr stylisch und athletisch und es weckt den Wunsch, den Prius zu berühren. Je öfter man hinschaut, desto mehr Details entdeckt man. Der neue Prius wird aber nicht nur Designfans begeistern können, denn er bietet ausgesprochen viel Fahrspaß. Um dem einmal genauer auf die Spur zu gehen, sind wir auf eine historische Rennstrecke gefahren, der Flugplatzkurs von Kassel-Calden. In den 70er und 80er Jahren sind hier die modernsten und technisch ausgereiftesten Rennautos gefahren. Dass der aktuelle Prius alles andere als ein artiges Ökomobil ist, spürt man sofort beim Einsteigen. Man sitzt tiefer, als das sonst der Fall war. Die Sitze sind straff gepolstert und geben guten Seitenhalt. Das Cockpit ist weit weg vom Gewohnten. Doch auch wenn man erst glaubt, dass man an Bord vom Raumschiff Enterprise sei, man gewöhnt sich sehr schnell an die futuristische Anmutung. Alle Informationen lassen sich schnell und intuitiv abrufen. Die zentral angeordneten Displays sind gut ablesbar. Im Innenraum ist mehr als genügend Platz und man fühlt sich auf Anhieb daheim. Selbst ausgewachsene Mitteleuropäer werden auf langen Reisen auf dem Rücksitz keine Platzangst bekommen. Nun ist es aber Zeit für die Suche nach dem Fahrspaß. Der Prius schiebt aus dem Stand ordentlich vorwärts. Dabei wird der 98 PS Benziner kräftig vom Elektromotor unterstützt. Dass da nur 122 PS Systemleistung am Werk sein soll, mag man kaum glauben. Er fühlt sich an, als ob da mindestens 160 bis 170 Pferde ihren Dienst versehen. Dass der Schwerpunkt abgesenkt wurde und dass die Ingenieure dem Prius jedes überflüssige Gramm abtrainiert haben, zeigt sich in Kurven. Mit sportlichem Charakter folgt der Japaner dem Lenkeinschlag. Und das ist es, was dem Fahrer ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Ungeahnter Fahrspaß mit beeindruckenden Verbrauchswerten. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass dieser Prius der wohl beste Prius der mittlerweile 20-jährigen Geschichte des Modells ist. Wer sich für Design und Technik begeistert, wird in ihm einen guten Begleiter finden, der sich vom automobilen Alltag angenehm abhebt.